Hallo zusammen, hier ist wieder mal euer Max und heute versuche ich mal wieder ein wenig auszumisten. Vielleicht habt ihr ja auch ganz viele Papiersets im Schrank, die immer mehr statt weniger werden. Es ist einfach schlimm, ich kann nichts wegschmeißen. Hier ist zum Beispiel ein Set, das so alt ist, dass ich nicht mal mehr weiß, woher ich es eigentlich habe. Mit seinem Weihnachtsmotiv und den extravaganten Farben ist es zudem noch sehr speziell und für ein Album viel zu wenig. Also was mache ich nun damit? Ach, ich versuche mich trotzdem einfach mal an einem Weihnachtstagebuch. Ich fange mit einem großen Stück grauem Fotokarton an und mache den erstmal klein. Verzeiht mir bitte die kleine Spielerei mit der Schnitttechnik. Aber wir gehen auf Weihnachten zu und da liegt doch immer ein klein wenig Magie in der Luft. Am Ende brauchen wir aber eine einzelne Klappe, 6 kleine in der Mitte gefaltete Streifen und ein großes Quadrat, das 2-mal in der Mitte gefaltet wird. Dieses schneiden wir dann einmal bis zur Mitte ein und falten es dann zusammen. Dadurch erhalten wir eine Basisseite mit 16 auf 16 cm, die jeweils vorn und hinten eine Klappe hat und an der rechten Seite geschlossen ist. Damit ist die Seite an allen Seiten ein klein wenig größer als ein quadratisches 6-Inch Papier. Und so können wir mit jedem Bogen des Designerpapiers 4 Seiten befüllen. Insgesamt brauchen wir 6 dieser Basisseiten. Die Klappen werden nun noch etwas kleiner, indem ich sie mit weihnachtlichen Kantenstanzen kürze. Ich benutze hier geschwungene Stanzen von Stamping Up, ihr könnt aber jegliche Kantenstanze eurer Wahl benutzen. Damit die Klappen nicht sofort aufgehen, verschließe ich sie mit Magneten. Dazu klebe ich zunächst einen auf die untere Klappe und fixiere ihn mit ein wenig Klebeband. Die Lasche klebe ich nun erstmal leicht an, damit ich den Gegenmagneten setzen kann. Dazu rubble ich ein wenig Rollkleber zu einem Klebepunkt zusammen, setze den Magneten auf den bereits vorhandenen und den Klebepunkt obendrauf. Danach legen wir die Lasche um, drücken fest und fixieren den Magneten auch hier mit etwas Klebeband. Und das gleiche wiederholen wir auf allen anderen Laschen. Wenn alle Magneten sitzen, werden die Papiere festgeklebt. Doch halt! In dem Eifer habe ich vergessen, die kleine Lasche wieder abzumachen. Wer mich schon kennt, der weiß doch, dass ich alle Papiere auf den Fotokarton nähe. Also mache ich sie wieder ab, beklebe sie und dann ab unter die Nähmaschine. Sind die Nähte fertig, schiebe ich die Lasche wieder unter das Papier der nächsten Seite und drücke alles gut fest. Und das gleiche auf der anderen Seite. Und dann sieht das Ergebnis erstmal so aus. Ich benähe nun noch alle anderen Seiten. Das müsst ihr aber nicht machen. Allerdings solltet ihr dann die Papiere ein bisschen fester ankleben, als ich das tue. Wenn ihr aber die Ziernähte setzt, solltet ihr sie auf der Innenseite mit Klebeband abdecken. Sie nutzen sich dann weniger ab, wenn später die Nähte der Fotomatten beim Rein- und Rausziehen an ihnen reiben. Und erinnert ihr euch noch an die kleinen Streifen, die wir mit dem ersten Bogen geschnitten hatten? Jeweils einer davon wird pro Seite mit Flüssigkleber an die untere Kante geklebt und verbindet so Vorder- und Rückseite zu einer Tasche. Noch ein paar Klemmen dran und dann trocknen lassen. Für die eben schon erwähnte Fotomatte nehme ich einen schmalen Streifen Fotokarton und eine weihnachtliche Kantenstanze. Da ich, wie gedacht, kein Papier mehr übrig habe außer ein paar winzigen Resten, arbeite ich hier mit rotem Fotokarton, der farblich ganz gut zum Papier passt.
Aus hellsilbrigem Glitzerkarton schneide ich nochmal das Motiv mit der Stanze aus und schneide die Konturen nach. Und danach klebe ich sie auf die graue Basis. Das verstärkt das filigrane Muster und sieht zudem noch gut aus. Der Klappenmechanismus hat diesmal eine kleine Besonderheit. Ich lasse hier die obere Kante stehen, damit sie bündig mit der oberen Öffnung der Seite abschließt. Und da die Seiten kleiner sind, als der Einband hoch sein wird, decke ich den Klappenmechanismus heute einmal komplett ab. Dazu habe ich kleine Schlitze in den inneren Einband geschnitten, durch die ich jetzt die einzelnen Laschen durchfädle. Der Einband ist diesmal sehr einfach gehalten und wird genauso hergestellt, wie ihr es in meinen anderen Alben sehen könnt. Hierauf wird nun die Innenseite mit dem Klappenmechanismus geklebt. Doch vorher nicht vergessen, wir brauchen noch ein paar Bänder zum Verschließen. Die klebe ich mit doppelseitigem Klebeband fest und danach kommt die Abdeckung darüber. Und damit es nicht ganz so grau bleibt, habe ich den inneren Einband bestempelt. Und damit sich noch etwas vom Papier auf dem Einband wiederfindet, habe ich hier noch die kläglichen Reste verarbeitet. Aber es war ja vorher schon klar, dass das Papier definitiv nicht reichen wird. Und jetzt noch schnell die Seiten einsetzen und dann sind wir auch schon fertig. Insgesamt habe ich für dieses kleine Album 8 Stunden gebraucht und die meiste Zeit davon verschlingt das Nähen. Also durchaus noch kurzfristig machbar. Ja, und so sieht dann das Endergebnis aus. Sicherlich nichts Überragendes, aber zumindest ist das Papier aufgebraucht und ich freue mich jetzt schon richtig auf die Vorweihnachtszeit. Denn wir haben uns dieses Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. An jedem Tag wird es eine neue weihnachtliche Aufgabe für unsere Kinder geben. Diese wird dann auf den kleinen Kärtchen dokumentiert und mit kleinen Bildern illustriert. Insgesamt etwas, das mich jetzt schon mit viel Vorfreude auf die Weihnachtszeit schauen lässt. Alle Materialien habe ich euch wie immer in der Beschreibung zu diesem Video aufgelistet. Und da ich oft gefragt werde, wo ich die verschiedenen Dinge her habe, habe ich versucht, euch auch noch ein paar Links dazu zu geben. Ich wünsche euch schon jetzt eine fröhliche Weihnachtszeit. Und tut mal wieder was für euch und eure Lieben, denn das ist jetzt genau die Zeit dazu. Ja, und das war's dann auch schon wieder für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Und wenn dem so ist, dann liked, kommentiert und teilt doch einfach dieses Video. Wenn ihr heute zum ersten Mal zugesehen habt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr noch dazu die kleine Glocke anklickt, werdet ihr sofort informiert, wenn es ein neues Video gibt. Wenn ihr noch mehr Inspiration sucht, dann habe ich hier und hier noch einen weiteren Vorschlag für euch. Einfach draufklicken, egal ob ihr von einem Mobilteil oder eurem PC zu Hause zuseht. Dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.